Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Er hat da überhaupt noch Empfang? Wir sind brav. Wir sind brav. Ich bin lieber nicht in den Sachen von Chris. Chris? Sam, hey, du bist hier. Jetzt habe ich mich fast erschreckt, verdammt. Ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch, humorvoll. Methodisch. Oh, also. Ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Das muss ich schon selbst sehen. Das wird dich umhauen. Oh ja. Es wird mich sowas von umhauen. Status-Update. Bam. Achso, ich hätte R1 drücken können. Ehrlich? Oh, und die Zuneigung zu Chris ist. So, Schmetterlingseffekt. Sam hat Chris' Privatsphäre respektiert. Chris freute sich, Sam zu sehen. Hätte er mich umgebracht, wenn ich das jetzt mir angeschaut hätte. Hä? Nochmal neu? Achso. Die müssen wir ansehen, damit das neu dran verschwindet. Das ist ja super. Der Schießstand. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja. Alles klar. Komm schon, das sind coole Babys. Babys? Coole Babys? Ist nicht so das Wort, coole das Babys? Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du... Für die ganzen Irren. Ja? Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Chris, Seilbahnstation. Ach, okay. Jetzt muss ich ihn steuern. Los geht's. Das schaffe ich niemals. Oh Gott, stimmt. Ja. Okay. Was ist das? Alles klar. Ich kann schießen. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Das Eichhörnchen vom Anfang. Welcher asoziale Arsch schießt in dem Moment auf das Eichhörnchen? Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Das ist echte Munition, das Eichhörnchen wäre tot. Hey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Schmetterlingseffekt. Ratten mit buschigem Schwanz? Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen. Die Natur blieb im Gleichgewicht. Sehr gut. Ach, jetzt muss ich Chris steuern. Status-Update. Ach, Zuneigung zu Sam. Alles klar. Warum liegt hier nichts? Sam, dein Schatten ist gruselig. Ja, es ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Warte mal, du untersuchst ja, das jetzt auch noch. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Wieso hat der Holzbalken eben geleuchtet? Okay, ja, an die Steuerung sollte ich mich vielleicht noch ein bisschen gewöhnen. Warte mal, du schaust das hier jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre ein Wrack. Ich hätte ja gesagt, das ist irgendein Hinweis. Wer soll denn das sonst hingeschrieben haben? Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Gruselig? Naja.
Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Ah. Ach, ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Hotelsanatorium. Für einen gesunden Körper und Geist. Welcher Irre baut denn auch da oben ein Haus? Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Oh, weißt, hier ist ein Computer, hier ist eine Sicherungskamera und kein Mensch sitzt da zur Überwachung. Und guck mal, das ist im Bad. Hä? Ach nee, das flackert so durch. Aber hey, da muss doch irgendeiner sitzen und das überwachen. Mich macht sowas geistig fertig. Mangelnde Überwachung. So finden Teenie-Tragödien statt. Mangelnde Überwachung. Kann ich eigentlich keinen von den Spinden öffnen? Unrealistisch. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hierbleiben, aber... Okay. Oh, ein Nickerchen wäre genau das Richtige in der Eiseskälte. Vor allen Dingen, wieso übernachten da drinnen Leute? Das ist offen, da kommt die kalte Luft rein und was? Guck mal, es ist nicht dicht. Wieso sollten da Leute drinnen übernachten? Ich verstehe es nicht. Das ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Yay! Yeah. Ja, auf ins Abenteuer! Alles klar. Was? Wir tun nicht das Richtige. Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Vielleicht. Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorne. In der dritten Klasse? Ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. In der dritten Klasse? Ein Sport-BH? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Nur, dass man die Pubertät selten so beeinflussen kann. Die hat in der dritten Klasse... Was? Was? Geistloses Grinsen. Selbstsicher, gutgläubig und respektlos. Was für tolle Eigenschaften. Mikes neue Freundin. Ja. Die gesagt hat, sie ist auf Ems Seite. Hannah darf nicht sehr an Mike ran. Klar. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Zeit, sie zu begrüßen? Nein, kein Bock. Ich laufe jetzt woanders hin. Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, Idiot, Chris. Hey, ich hab viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Boop. Hey! Ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte!
Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Warum nicht? Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Alles klar. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Okay. Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Die Aussicht ist geil. Manchmal vergesse aber... ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Herrlich, hätten die die Lodge nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Mikes Ex. Tolle Betitelung. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Wäre es nicht mehr so malerisch. Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig und sportlich. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Erstmal die ganzen Status-Updates mir anschauen. Ach so, stimmt. Ich bin ja jetzt bei Matt. Ich kann die anderen ja gar nicht ansehen. Ich habe kein weiteres Totem. Ah, hier. Ach so, andersrum. Haha. Chris vertraute Sam weiterhin. Wo musste man jetzt sein Vertrauen da beweisen? Hä? Ist klar. So, er trägt jetzt in beiden Händen was. Also würde ich mal sagen, er kann keine Totems aufnehmen. Haut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das solltest du auch. Das wird bestimmt nicht wie eine normale Party. Ich meine, was glaubst du? Scheiße! Hat mich ausnahmsweise nicht erschreckt. Mike, Emilys Ex. Geistloses Grinsen. Intelligent, engagiert, überzeugend. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Lass uns alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Wir sind nett. Michael, ich spreche jetzt einfach an, ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken, okay? Matt. Verstanden. Ich sehe es ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann! Status-Update. Ist bereit. Oh. Hoppala. Oh. Ich hätte ihn drohen müssen? Für die blöde Kuh? Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten? Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Okay, gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Hurra.
Status-Update. Hilfsbereit, romantisch. Oh, Gott sei Dank, wir sind mit Emily wieder auf einer Stufe. Er mag Jess genauso wie Emily, ist aber mit Emily zusammen? Okay, alles klar. Verstehe schon. Ashley ist verknallt in Chris. Fleißig, neugierig, offen. Ah. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Naja. Die müssen ja nicht gerade rumflirten. Ja, wobei diese Gestik. Ah! Oh Gott! Hey, wow. Tut mir leid. Warum? Tut mir leid, Erschiche. Wollte warum? Dich erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Ich bin einerseits dafür, dass er schon die Wahrheit erfährt. Man sollte es halt schon wissen, aber ich weiß nicht, ob Ashley so der Typ ist, ihn da zu ermutigen. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Ah, klar, wenn du sagst. Ashley riet Matt ab, das Teleskop zu benutzen. Matt sah Mike und Emily nicht flirten. Status-Update. Bei ihr? Oh, sie mag Sam weniger und Chris aber etwas mehr. Warum? Naja. Jessica, obere Seilbahnstation. Buch lesen oder auf Handy schauen. Jessica ist nicht der Typ für ein Buch. Oh, das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Au! In your face! Klasse. Das wirst du büßen, das weißt du. Wo versteckst du dich, kleines... Aber wieso flirtet er halt noch mit Emily? Wow! Warum wirft die immer ins Gesicht, Alter? Das, hallo. Der Vogel war im Totem zu sehen. Hey Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay. Manchmal ist es am besten einfach nichts zu tun. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Wer wirft in dem Moment auf den Vogel? So asozial. Natürlich werfe ich nicht auf den Vogel. Und wieder ins Gesicht. Oh, doch nicht. Aber nur weil er zur Seite gesprungen ist. Und dann was? Es reicht. Oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran.
Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Hoppala. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. Oh ja, unheimlich. Machen wir das einfach mal. Romantisch. Wow, heb dir lieber noch was für später auf. Endlose Reserven. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Ja. Nur rummachen? Nur in Gänsefüßchen. Sie will Spanking. Irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Oh, weia, Status-Update. Ehrlich, hilfsbereit. Was? Was? Sie ist weniger hilfsbereit und weniger witzig. Alles klar. Achso, Quatsch, war ich doch gerade. Ich trottel. Oh Mann. Nein, nicht der. Ich will nicht. Da sind wir wieder. Ja, leider. Und wie fühlen wir uns jetzt? Da ist ein Kamin. Vor den Bildern. Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas. Das war nicht mein Problem. Kann ich einen anderen Psychologen haben, bitte? Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Oh nein. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Muss das sein? Ja. Ich fürchte mich tatsächlich mehr vor dem Ertrinken. Eher Schlangen als Ratten. Bin ich so uninteressant für dich? Messer finde ich schlimmer. Weil ich mir da einfach den Schmerz größer vorstelle. Kakerlaken. Insekten allgemein sind echt katastrophal. Ich mag schon lange keine Clowns mehr. Ha. Arschloch. Hab ich dich erschreckt? Verzeih. Drecksack. Du machst das wirklich gut. Ja, ich weiß. Ich bin ein Naturtalent. Sei nicht nervös. Versuche es etwas schneller. Ja, aber je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Warum schaltest du dazu ein Metronom an? Die Zeiten, wo ich als Kind Angst hatte vor Nadeln, panische Angst, die sind vorbei. Oh. Ich liebe Wölfe. Mir gefällt's nicht, dass nur Blut. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Spinnen, Zombies und Innereien.
tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Im Moment weiß ich nicht, was gruselig ist. Der Typ oder die Synchro? Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Dann war es aber falsch übersetzt. Es wurde nach Blut, nicht nach Innereien gefragt, wobei ich Innereien immer noch ekelhaft finde. Ja, definitiv ekelhaft. Oh Gott, jetzt geht's weiter. Was geschah bisher? Ich weiß es nicht mehr. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Die hat ja nicht mal vernünftig gerufen. Oh, verfluchte Schwester. Nein! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Er weiß Bescheid. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Eifersucht. Denke ich mir auch immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich und liebevoll. Und ein komm, Blick, das einem gruselig wird. Dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal $1 Million für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Das ist noch nicht die ganze Gang. Aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig. Ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Ashley muss es doch sehen. Yo, yo, yo. Steigt hier oben bald die Party, oder was? Klar, Mann. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Super. Hey, Ash. Hey, Chris. Zuversichtlich oder unruhig? Zuversichtlich. Er ist humorvoll. Und? Er muss der gute Laune-Typ sein. Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Status-Update. Romantisch, neugierig, Ashley. Gut. Geh doch mal schneller die Treppe hoch. Oder sind dir die Beine schon eingefroren? Alter, es ist dunkel. Ich sehe gar nichts. Ich möchte mehr Hinweise finden. Mehr Totems. Ich möchte mehr über den Tod von allen erfahren. Hurra. Nee, hier oben ist gar nichts. Toll. Alter, ganz ehrlich. Wieso muss Ashley da alleine hocken? Ach so, hockt sie ja gar nicht. Ein Totem! Yeah! Ein gelbes? Au!
Da bin ich jetzt mal gespannt. Hinten leuchtet's auch. Oder ist er das Matt gewesen? Matt! Lange ist's her. Matt! Kaum erkannt, ganz ohne Helm und Trikot. Ja, bisschen schwierig. Schön, dich zu sehen. Wir sind freundlich. Wie läuft's denn so? Ziemlich gut, Mann. Ganz entspannt. Und du? Ach, weißt schon. Alles beim Alten. Cool. Hilfsbereit, weniger witzig. Matt. Wow, Matt mochte er bisher am wenigsten. Jetzt sind Matt und Mike auf einer Stufe mit Jazz. Alles klar. Liegt hier noch ein Toter rum? Ah, mit Sam kann ich bestimmt auch reden. Sam, mein Flämmchen. Komm her. Und? Hast du Ash schon gesehen? Ja. Natürlich hat er Ash schon gesehen. Und, Ash Ketchum hat er gesehen. Wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Kann ich jetzt mit ihr nicht auch was auswählen? Oh. Ach, scheinbar wäre das... Hä? Ist das das Totem, was ich nicht eben aufgelesen habe schon? Ja, klar. Wahrscheinlich wäre das Gespräch anders verlaufen, wenn er ihr nicht mehr vertraut hätte. Er hätte sie eine neugierige Hexe genannt. Dieses Glockenspiel. Das sieht heute verdammt heiß aus, oder?